Hallo und herzlich willkommen bei Schlaufis Bastelkanal, der Problemlöser für die kleinen Dinge, die deinen Alltag leichter machen. So, und heute geht es um meinen Schrank dahinter mir, beziehungsweise um über den Schrank. Das war ursprünglich um ein Regal, das habe ich einfach verkleidet mit Türen. Schaut jetzt aus wie ein Schrank, aber dahinter schaut es immer noch aus wie Sau. So, und jetzt gehen wir das Schritt für Schritt ein bisschen an und da drinnen ein bisschen aufzuräumen. So, jetzt habe ich in dem Fach, das eigentlich nur 20 cm hoch ist, da hinten eine Schraube reindreht, oben praktisch Eisen, dann Aluteile, was man halt so hat, Aluwinkel, Rohre, Eisenstangen, Kupferrohre. So, das habe ich da hinten schon mal alles angebracht. Und jetzt hier vorne geht es praktisch nur um diese kleinen Teile, so dünne Sachen, Gewindestangen, alles was man so ein bisschen benötigt. Und die bauen wir jetzt da unter den Boden da rein. Da habe ich jetzt zwei Leisten. Die habe ich bloß da hinten mit Klebeband zusammengemacht, damit sie nicht verrutschen. Habe da schon mal angezeichnet, wo ich Löcher bohre. Dann habe ich jetzt meinen Anschlag eingestellt, dass ich praktisch da immer nicht messen muss. Und jetzt bohre ich da die Löcher rein. Eine Leiste ist ja komplett durchgehend, die anderen werden geteilt, weil ich habe unterschiedlich lange habe und jetzt haben wir da markiert, wo ich ein Loch bohren muss, weil ich muss das praktisch dann irgendwie befestigen. So, und die Teile schrauben wir jetzt hier unten rein. So, jetzt sind die Teile drauf. Eigentlich eine simple Vorrichtung und jetzt machen wir das Ganze da oben rauf. So, jetzt ist das Fach aufgeräumt, wenn es auch nicht so ausschaut, aber man, ich habe da oben die ganzen kleinen Teile, wie Gewindestangen oder irgendwelche Stangen, die ich brauche, hinten Aluteile. Und da habe ich das Blech reingekriegt und da habe ich noch Kisten mit diversen Kleinteilen drin. Also, und wenn ich die langen Teile auch jetzt von der Seite nicht alle sehe, aber ich sehe es von der drüben Seite. So, ich sehe die Enden jetzt praktisch von der Seite und da kann ich es einfach dann rausziehen. Also mit den Häutern da oben ein bisschen mehr Platz und Übersicht geschaffen. Und so werde ich jetzt den Schrank ein Regal nach dem anderen durcharbeiten, ein bisschen was wegschmeißen. Also da ist genügend drin, das was man nicht braucht. Und in dem Sinne, nimm es leicht und mach es dir leicht. Weil mit meinen Tipps wäre es leichter. Servus!